Das Ergebnis? Eindeutig. Frank-Walter Steinmeier bleibt für weitere 5 Jahre Deutschlands Bundespräsident. Das haben die knapp 1500 Wählerinnen und Wähler am 13. Februar abgestimmt. Darunter befanden sich unter anderem Klaas Häufer-Umlauf, Leon Goretzka und Angela Merkel. Das Ergebnis überrascht nicht. Schließlich wurde Steinmeier dieses Jahr von SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU vorgeschlagen. Als Bundespräsident ist er der erste Mann im Staat, der oft andere Staatsoberhäupter empfängt oder selbst zu Besuch in anderen Staaten ist. Seine Aufgabe ist es, Deutschland im In- und Ausland zu vertreten und mit anderen Ländern Verträge abzuschließen. Diese gelten ohne seine Unterschrift nicht. Er selbst hat seinen Sitz im Schloss Bellevue in Berlin und in der Villa Hammerschmidt in Bonn. Der Bundespräsident ernennt zudem die Bundeskanzlerin bzw. den Bundeskanzler sowie die Ministerinnen und Minister. Außerdem kann er Gefangene begnadigen. Das bedeutet, dass er in bestimmten Fällen entscheiden kann, dass eine Straftäterin oder ein Straftäter die Gefängnisstrafe nicht bis zum Ende absitzen muss.